Wenn ihr euch jetzt mal fragt, wann ist eigentlich meine Brennnesseljauche soweit, dass ich sie verwenden kann, dass ich sie abschöpfen kann und so weiter, dann solltet ihr auf keinen Fall abschalten, denn dies alles werde ich euch in diesem Video erklären und direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Mein Name ist Zusch Vinzenz und ich möchte euch in diesem Video erklären, wann eure Brennnesseljauche so weit ist, dass ihr diese verwenden könnt, wie ihr das erkennt und was ihr mit der Brennnessellauge machen müsst. Jauche, nicht Lauge, machen müsst, wenn diese soweit ist. Und das müsst ihr beachten. Grundsätzlich kann man sagen, eine Brennnesseljauche ist fertig nach circa 3 Wochen. Manchmal dauert es nur 2 Wochen, manchmal dauert es 4 Wochen, im Schnitt 3 Wochen. Es kommt darauf an, wie die Temperaturen waren, ob es sehr heiß war. Aber ihr erkennt dies auch, wenn ihr beim Rühren, ihr sollt ja täglich oder alle 2 Tage rühren, habe ich euch ja in einem anderen Video schon gesagt, indem ich euch erklärt habe, wie ihr eine Brennnesseljauche ansetzt. Dieses habe ich euch hier oben nochmal verlinkt. Jetzt bin ich raus. Ja, wenn diese nicht mehr beim Rumrühren gärt, das heißt Bläschen aufsteigen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese fertig ist. Wenn dies soweit ist, sieht das ungefähr so aus. Es kann sein, dass sich mit der Zeit dann auch eine Ablagerungsschicht oben drauf bildet, was so ein bisschen aussieht wie ein Schimmel. Das ist aber nicht schlimm, da braucht ihr keine Angst davor haben. Einfach umrühren oder abschöpfen, ihr könnt die Brennnessellauge trotzdem weiterhin verwenden. Denn das trocknet aus und schadet den Pflanzen nicht. So, diese ist bereits fertig, die habe ich bereits abgeschöpft. Ich habe die Brennnesseln rausgeholt und jetzt zeige ich euch das Ganze noch am anderen Behälter. Also mit dieser kann ich jetzt schon düngen. Das heißt, diese ist bereit für Pflanzen. So, dann haben wir den nächsten Eimer. Das ist dieser hier und ihr seht, hier oben ist auch so eine Schicht drauf, von der ich eben geredet habe, so eine Ablagerungsschicht. Es ist kein richtiger Schimmel, es ist eine Ablagerung. Und jetzt benötigen wir so eine Art Harke, um die Brennnesseln rauszuholen. Und diese verlagern wir gleich in den Kompost. Es sind eigentlich nur noch Stängel, die Blätter haben sich ja jetzt alle aufgelöst. Aber die Pflanzstiele, packen wir jetzt als erstes in den Kompost. Und dazu gehen wir mal rüber. Als zusätzlichen guten Tipp kann ich euch verraten, lagert euren Kompost immer in der Nähe eurer Pflanzbeete sozusagen. Denn ihr werdet die Erde ja immer dort brauchen, wo die Pflanzbeete sind. So, und dann nehmt ihr eure Harke und packt einfach nach und nach die Stängel in euren Kompost. Das geht sehr gut. Auch die Ablagerungen gehen mit raus. Und das ist auch das, was ich euch bereits in dem Video gesagt habe, als ich die Brennnesseljauche angesetzt habe. Schneidet diese nicht unnötig klein, denn ansonsten habt ihr viel mehr Stücke drin und müsst diese wieder alle rausholen. Ihr habt gesehen, ich bin jetzt 3-mal rein, hatte die ganzen Brennnesseln draußen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nun diese Ablagerung noch abfischen. Schüttet sie auch einfach in den Kompost. Wie gesagt, das ist nicht schlimm und gut für euren Kompost. So, und nun habt ihr eine super Brennnessellauge, um eure Pflanzen, um eure Tomaten, um eure Kartoffeln, ja, um alles Gemüse, im Prinzip alle Pflanzen in eurem Garten schön zu düngen.
Das Mischungsverhältnis ist bei kleineren Pflanzen 20 zu 1, also 2 Liter Wasser, 8 Liter Brennnesseljauche. Und bei größeren Pflanzen 10 zu 1, 9 Liter Wasser oder 10 Liter Wasser, 1 Liter, nee, umgekehrt, 10 Liter Brennnesseljauche, 1 Liter Wasser. Und beim Rasen macht ihr das Ganze 50 zu 50, also 5 Liter Wasser zum Beispiel, 5 Liter Brennnesseljauche. Zum Besprühen gegen Blattläuse solltet ihr nur den Sud verwenden, das habe ich euch auch dazu schon ein Video gemacht. Nur den Sud, und dieser darf höchstens 3 Tage alt sein. Also achtet darauf, denn ansonsten können euch die Blätter verbrennen oder ihr verdünnt diesen Sud. Also wenn ihr jetzt das verpasst habt, diesen Moment, und der Sud ist schon 5 oder 6 Tage alt, verdünnt diesen mit Wasser. Ja, und nun schreibt mir mal unten in den Kommentaren, wie ihr eure Brennnesseljauche macht, was ihr vielleicht noch empfehlen könnt. Lasst ein Like und ein Abo da, damit wir uns auch in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.